Es war der wohl krasseste und emotionalste Moment der Bad Batch. Und hier große Spoilerwarnung für das Season 2 Finale der Klonserie. Liebe Freunde, heute geht es um die Frage, was eigentlich genau ist Plan 99? When have we ever followed orders? Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Heute müssen wir über das Bad Batch Finale reden und insbesondere die offene Frage klären, was ist eigentlich Plan 99 und woher kommt das? Dafür müssen wir zuerst einmal in Richtung The Clone Wars gehen. The Clone Wars, die Serie, die wir natürlich alle lieben und vor allen Dingen dann auch zu dem Kamino-Arc mit Klon 99. Ihr erinnert euch an ihn? Der Klon, der körperlich zwar etwas eingeschränkt war, aber sein Spirit und sein Geist, sein Kampfesmut absolut unvergleichlich war und wahrscheinlich ein großes Vorbild für alle Klone bis hin zu Zeiten von The Bad Batch. Hier muss man dabei einmal verfolgen, was denn eigentlich Klon 99 ausgemacht hat. Er war größtenteils für sanitäre Aufgaben und er war größtenteils eher für hausmeisterliche Aufgaben auf Kamino eingesetzt. Heißt für uns, Sachen von A nach B tragen und selbstverständlich den anderen Klonen bei ihren alltäglichen Aufgaben helfen. Was aber bei jedem Klon trotz alledem irgendwann dazu geführt hat, dass jeder ihn geliebt hat. Er war quasi die gute Seele von Kamino. Viel krasser kam es aber dann, als die Separatisten eben selbiges Kamino angegriffen haben. Was Klon 99 während dieser Belagerung Kaminos geleistet hat, das lässt sich gar nicht mehr in Worte fassen und verkörpert das Mindset, ja, der ganzen Klone besser als alles andere. Nämlich für die gemeinsame Sache zu kämpfen und das bis zum bitteren Ende. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die großartige Szene, als Klon 99 eigentlich gar keine andere Wahl mehr hatte, als sich für das Wohl seiner Brüder und natürlich für das Wohl von Kamino und der Republik gegen die Separatisten zu opfern, um seine gottgegebene Aufgabe da irgendwo zu erfüllen. Dieses große Opfer, das hat sich bis zum Ende wirklich in den Köpfen der Klone gehalten, soll also bedeuten, über den Fall der Republik hinaus war Klon 99 irgendwo ein Symbol, eine Figur, die gezeigt hat, was die Klone wirklich ausmacht. Das waren nicht mehr irgendwo einfach nur Nummern, sondern das waren Persönlichkeiten, die sich mitunter auch an dem Handeln von Klon 99 immer wieder orientiert haben. In The Bad Batch, dem Season 2 Finale, haben wir nun Tech gehört, dass er Plan 99 ausgeführt hatte oder ausführen wollte. Und obwohl Wrecker, Hunter, Omega und Echo da gesagt haben, nein, Tech, mach es nicht, war im Endeffekt Tech klar, dass es keine andere Möglichkeit gab, als sich selbst zu opfern für das Wohl seiner Brüder, für das Wohl des großen Ganzen. Etwas, was Klon 99 namensgebend damals immer noch durchgebracht hat, The Bad Batch, Kloneinheit 99 als Schadenscharge, da auch schon ihm zu Ehren sich diesen Namen selber gegeben hat und in Season 2, dem großen Finale, noch einmal diese Anspielung darauf, Plan 99, Ultima Ratio, die letzte Entscheidung, wenn nichts mehr anderes geht. Für mich eine absolut herzzerbrechende und gleichzeitig auch irgendwo herzerwärmende Szene. Und bei euch so? Ich fand das Season 2 Finale absolut großartig. Heute Abend werden wir noch einen großen Stream dazu machen. Das heißt, hier auf dem Kanal solltet ihr also auf jeden Fall zuschauen. Ansonsten Dankeschön, dass ihr euch das angeschaut habt. Wir sehen uns heute Abend zum Livestream. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.